vielen Dank, dass ihr so zahlreich hier erschienen seid, meiner Einladung gefolgt seid. 10 Jahre ist doch schon eine erstaunlich lange Zeit, auch wenn sie manchmal vergeht wie im Flug. Ich habe lange mit mir gerungen, ob ich feiere oder nicht. Dann bin ich überzeugt worden, dass man so ein Ereignis doch feiern sollte. Und ja, dann habe ich mir überlegt, in welcher Runde wollen wir das denn eigentlich feiern? Etwas größer mit unseren Kunden oder doch etwas in kleineren Kreis? Die Entscheidung ist dann gefallen, dass wir den kleineren Kreis wählen, weil die Kunden werden vielleicht dieses Jahr doch noch ein Fest erleben. Hoffe ich doch, dass UTB-Pfad auch noch sein 10-jähriges dieses Jahr schafft. Und ich habe mir dann überlegt, dass ich all diejenigen hier einladen möchte, die so die 10 Jahre mich begleitet haben, die ja den Weg auch mit unterstützt haben. Und eigentlich all diejenigen, denen ich auch mal an der Stelle Danke sagen wollte. Sind leider nicht alle gekommen, weil diese Woche auch Ferien sind. Das habe ich schon wieder verdrängt. Wenn man keine schulpflichtigen Kinder mehr hat, dann bekommt man das nicht so mit. Ja, im Großen und Ganzen habe ich ja schon gemerkt, die meisten kennen sich schon hier, was man sich vorstellen muss. Aber wie gesagt, an der Stelle nochmal herzlichen Dank an alle, insbesondere natürlich auch meine Familie, die mir immer den Rücken stärkt. Egal, ob das mein lieber Göttergatte ist, die Kinder, meine Eltern oder auch mein Bruder, die geben mir immer wieder den Rückhalt. Und ja, unsere Freunde, die mit mir sozusagen zu Beginn angestoßen haben, bei uns damals im Dachstübchen, wollte ich natürlich auch dabei haben. Die vielen Diskussionen im Vorfeld, ob ich den Weg gehe oder nicht, da habt ihr mir viel Unterstützung gegeben und mich gestärkt in der Entscheidung und dann auch so über die Jahre, wenn mal Situationen waren, wo man ab und zu sich mal austauschen muss, da ihr alle so mehr oder weniger ihr selber in der Situation seid, konnte man da schon auch auf Erfahrung zurückgreifen. Den haben wir noch, die guten Seelen vom Büro, auch wenn ihr beide ja noch nicht so lange dabei seid, aber ich denke, dass das doch eine gute Gemeinschaft jetzt schon geworden ist und dass das schon ganz gut auch alles klappt. Ja. Die können einen solche lästigen Sachen wie Finanzamt und Rentenüberprüfung und was nicht alles vom Hals halten. Und die zweifeln die Rechnung heute nicht an. Ja. ich hatte ja ursprünglich eben auch noch ein paar andere sag mal, Leute eingeladen, die uns unterstützen. Vielleicht kommt ja die Frau Wieseth noch vom DMZ, die immer für die kreativen Ideen bei uns so ein bisschen sorgt in der Werbung. Oder die Leute von CM konnten eben auch nicht kommen, zum Teil durch Krankheit. Ja, und natürlich mein lieber Kollege und inzwischen auch Freund geworden, Wilfried Otto mit deiner Frau. Du hast gesagt 15 Jahre, ja? Also nicht nur die 10 Jahre. Okay, es wird ja immer mehr. Also, lasst uns anstoßen und ich hoffe auf die nächsten mindestens 10 Jahre. Wohl.